Entmutigung findet man an jeder Ecke. Entmutigung ist etwas, was wir jeden Tag erleben. Entmutigung will immer nach uns greifen, will uns immer in Besitz nehmen. Für Entmutigung gibt es ganz viele Themen, ganz viele unterschiedliche Überschriften. Entmutigt durch einen medizinischen Befund. Entmutigt durch die Entwicklung bei den Kindern. Entmutigt durch mangelnde Finanzen, mangelnde Aufträge, mangelnden Job, einen Job nicht haben oder einen Job haben, in dem Mobbing passiert. Entmutigt durch Freundschaften, die gekündigt wurden. Entmutigt durch schwierige Beziehungen. Entmutigung findet man an jeder Ecke. Und Entmutigung will immer nach uns greifen. Was ist eigentlich Entmutigung? Entmutigung hat viel mit dem zu tun, was in unseren Gedanken vor sich geht und was sich in unseren Gefühlen widerspiegelt. Entmutigung hat etwas zu tun mit Lähmen, mit Dämpfen, mit Verzagtsein, mit Enttäuschtsein, Niedergeworfensein oder einfach auch den Wind aus den Segeln genommen bekommen zu haben. Entmutigung ist etwas, was in uns etwas schafft, aus dem wir anscheinend uns nicht herausbewegen können. Das ist etwas, was unsere Gedanken uns vorspiegeln. Aber es gibt eine gute, gute Nachricht. Wir können Entmutigung ablehnen. Wir können die Gedanken der Entmutigung ablehnen und Gedanken der Zuversicht, der Hoffnung, der Stärke in Gott ganz neu zulassen, ganz neu in uns einbauen. Die Bibel spricht davon, dass wir widerstehen sollen solchen Gedanken, solchen Vernünfteleien, solchen Gedanken, die uns lähmen und dämpfen und bedrücken wollen. Und dass wir Ermutigung, Erfrischung aus dem Wort Gottes Raum schaffen. Heute ist ein Tag, wo ich denke, dass wir Ermutigung in uns, in unseren Gedanken, in unseren Worten und in unseren Taten einen festen, sicheren Ankerplatz schaffen sollen. Einen Ankerplatz, wo sich Ermutigung festmacht. Der Ankerplatz ist nicht unbedingt darin zu sehen, dass wir sagen, okay, jetzt denke ich einfach nur anders. Nein, es geht nicht um positives Denken, sondern es geht darum, dass deine Gedanken ankern in dem, was Gott sagt, in dem, was Gott über den medizinischen Befund sagt, in dem, was Gott über Heilung sagt, in dem, was Gott über deine Kinder sagt, nämlich, dass es da etwas gibt, wo der Herr deine Kinder lehren wird und der Friede deiner Kinder groß sein wird. Da gibt es etwas, wo der Herr in deine Finanzen hineinsprechen möchte, in den Job, in die Beziehungen. Dort wird ein Ankerplatz der Ermutigung aus dem Wort Gottes genommen. Wir docken uns an das, was die Bibel sagt. Wir schauen nicht auf die Entmutigung, sondern wir schauen zu dem hin, der Ermutiger in diese Situationen hinein ist. Jesus will dein Ermutiger heute sein. Der Heilige Geist ist ein Geist des Rates, der Kraft, der Erkenntnis, der Weisheit, der Planer der Wunder, der in deine entmutigenden Gedanken, in dein entmutigendes Reden hineinsprechen möchte. Er möchte dich leiten, leiten zu Quellen, aus denen du schöpfen kannst und einen Ankerplatz der Ermutigung in dir schaffen. Wende dich ab, widerstehe diesen Gedanken, nehme die Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi, sagt die Bibel. Und schaffe einen Platz der Ermutigung in deinem Leben. Häng dich an das Wort Gottes. Häng dich an Gott selbst, an die Verheißungen. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.